Und mit diesem epischen Intro begrüße ich, CrushFortific89, euch nun herzlich zu meinem neuesten Let's Play Projekt. Wir starten durch mit Mario Golf Super Rush! Wahoo! Der neueste Mario Golf Teil, welcher im Frühsommer 2021 exklusiv für Nintendo Switch erschienen ist. Und endlich komme ich auch dazu, das Spiel mit euch zu zocken. Und ich muss sagen, was mich auch schon beeindruckt, sind vor allem die brandneuen Outfits. Schon seit Mario, seit dem letzten Mario Tennis. Und nicht auch bei Mario und Sonic und jetzt auch hier. Gibt man den Charakteren jetzt deutlich mehr Outfits zum Tragen. Vor allem den Bowser trug jetzt sogar noch mehr als in der Olympiade. Nettes kleines Detail schon mal. Und ja, da ich natürlich erst sehr spät angefangen habe, sind natürlich jetzt laufend Updates hinzugekommen. Was auch ein neues Element war von diesem Spiel, ist dieser Golf Rush Modus, mit dem man ja, was man schon im Intro gesehen hat, so umherläuft und praktisch ein Speedrun Golfen macht. Und dem Ball jedes Mal hinterherläuft. Und dabei aber auch immer strategisch oder also im richtigen Moment vor allem auch auf die Ausdauer achten, dass man sich nicht zu sehr verausgabt, um dann schneller als alle anderen schneller als alle anderen die ganzen Löcher zu erreichen und auch die Bälle hineinzubringen. Das hat an sich schon noch ein interessantes Konzept ausgesehen. Und auch voll dem Fakt ist, dass es auch wieder einen Story-Modus haben wird. Mit RPG-Einlagen. Ich habe aber gehört, das soll nicht so gut sein. Aber ja, das muss ich selbst beurteilen. Ich habe mich natürlich nicht genau hineinversetzt. Das Spiel wird also zu 100% blind. Und ich möchte mich nochmals entschuldigen dafür, dass es wieder so spät ist. Also nicht generell so spät kommt, sondern auch heute so spät kommt. Es gab in letzter Zeit wieder ein paar Probleme, auf die ich dann noch eingehen werde. Aber jetzt erstmals, ja, würde ich sagen, legen wir so richtig los. Zielscheiben Golf. Okay. Ja, ganz klarer Fall, den gewünschten Modus. Ja, Golfabenteuer. Rangmatch gibt es. Und ja. Steuerungserklärung, aber braucht man jetzt nicht unbedingt. Was ich brauche, sind die Einstellungen, weil, Bewegungssteuerung? Nee. Ich meine, das kann man auch mit Controller spielen, ne? Ich denke mal schon. Ich hoffe es zumindest, weil... Ja. Keine Bewegungssteuerung. So, und jetzt... Kann man die Vibration nicht abstellen? Weil das hat, das hat mich jetzt die ganze Zeit ein bisschen genervt, nachdem ich ja... also schon während des Intros habe ich das die ganze Zeit spüren müssen. Was ist das für ein Bullshit, ey? Na gut. Dann würde ich sagen, was wir nämlich im Hauptfokus haben werden, ist erstmals der Story-Modus, das Golf-Abenteuer. Und dann werden wir uns noch die anderen Modi auschecken, mindestens einmal. Wir werden natürlich kein 100% machen, so viel ist ganz klar. Aber wir werden so viel spielen, wie nur geht. Bei dem Spiel also kann man... bei diesem Golfabenteuer kann man allerdings nur mit dem Mii spielen, wie es scheint. Naja, werden wir dann sehen. Medaillen gibt es um... sogar noch das gesamte Golfabenteuer mit Hilfe der Knopfsteuerung als abgeschlossen, wenn es sich automatisch Steuerung erzielt, mit Knopfsteuerung überall mindestens einen Birdie gespielt, alle Sportsteinschläge erhalten. Oh. Sind das die Medaillen jetzt hier für. Oh. Ich glaube, das kann man generell nur über den das Golfabenteuer erreichen. Naja, wir werden jetzt nicht um alle Medaillen spielen, aber wir gucken, was wir können. So, los geht's! Speicherdatei 1 und ja, natürlich meinen Mi. Schön in schönem Blau. Ja. Rechte Hand natürlich. Bin ja auch Rechtshänder.
Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie ihr das in der Kameraperspektive sehen werdet, aber das ist meine rechte Hand. So, Story-Modus und hier die Cutscene. Ich mag auch nebenbei die Outfits von Wario und vor allem von Waluigi. Wario ist mit dem Cowboy-Hut und Waluigi so im richtigen Mafia-Outfit. Das ist auch wirklich ein nettes Detail, muss ich sagen. Da hat man sich wirklich schon deutlich Mühe gegeben. Toadette! Hey, schau doch nicht den Fernseher aus, wir wollen noch was schauen! Oh. Football Chuck, Birdo und Buhu. Oh, oje, aber war das Match nicht zu Ende? Klar, das Match schon. Mario hat gerade in einem echt abgefahrenen Chip gewonnen. Aber er wollte doch bestimmt noch was sagen. Denke ich mal, ich hätte für meine Gegenspieler bestimmt noch einen Spruch übrig. Aber Chuck, nicht so säuerlich. Denk dran, morgen ist ein großer Tag für euch. Das ist wichtiger als jede Fernsehsendung. Oder wie soll ich sie am besten synchronisieren? Aber Chuck, nicht so säuerlich. Denk dran, morgen ist ein großer Tag für euch. Das ist wichtiger als jede Fernsehsendung. Ich denke, das passt eher. Auch wenn das jetzt weniger so wie sie klingt, so wie, so wie die Geräusche, die sie sonst macht. Wer der reicht, Kumpel? Los, auf Soa. Wäre schön schlau, morgen ausgereizt zu sein. Wundervoll, danke, Buhu. Wenigstens einer ist vernünftig. Ja, schlafen kann noch genug, wenn ich erstmal müde bin. Aber Sekunde mal, schlaft der Gespenster denn überhaupt? Oder tut er einfach so, als wärt ihr Bettlaken? Chuck, wie furchtbar unhöflich. Na, ich gehe jedenfalls auch schlafen. Schließlich will ich morgen bei der Begrüßungsfeier einen super guten Eindruck machen. Wundervoll, meine Liebe. Besonders, wo du jetzt fest vorhast, man die Besten in der ganzen Rookie-Gruppe zu werden. Also die Beste in der ganzen Rookie-Gruppe zu werden, ja. Da gegen meine fetten Drive kommt die Kleine nicht an. Nach dem Abschlag sieht die mich höchstens mal Horizont. Bitte, aber mit reiner Kraft ist es doch noch lange nicht getan. Urteilsvermögen, ein kühler Kopf. Sowas ist viel wichtiger. Die Beine falsch, Freunde. Fingerspitzgefühl und Finesse. Nur das zieht beim Golf. Damit ist ein Sieg sicher. Ich werde versuchen, beides gleichzeitig, also alles gleichzeitig zu beherrschen. Ausgeglichen. Ich werde natürlich einen Rounder erstellen. Bin mal gespannt, ob ich auch die Stats-Verbesserungen selbst bestimmen kann. An das kann ich mich nicht mehr genau erinnern, als vom letzten Trailer. Ob das auch so vorgestellt worden ist. Ach, hallo, da bist du ja. Wir haben schon auf dich gewartet. Ey, was geht denn? Herzchen, bitte alle mal zuhören. Chris ist da. Er ist der letzte Rookie in der Gruppe. Jetzt sind endlich alle versammelt. Schon noch ein Rookie. Grüß dich. Ah, guten Abend. Schön, dich kennenzulernen. Zumindest sind sie alle freundlich. Also, ja. Vor dem Football-Chuck. Normalerweise sonst immer ein Gegner in der Mario-Reihe, aber ja. Wenigstens hier ist er mal freundlicher. Der Golfverband hatte mir schon mitgeteilt, dass du etwas später kommst. Schön, dass du es geschafft hast. Besser spät als nie. Hey, lass mal hören, wie weit schlägst du ab? Wollen wir sofort mal vergleichen? Lass Chuck einfach links liegen, ja? Der denkt, dass man nur mit Mucki das Pokale gewinnt. Aber Kinderchen, ihr tretet bald alle als Spieler an. Das solltet ihr euch doch vertragen. Wie wär's? Ihr steht erstmal hübsch einander vor, Los, wer fängt an? Ja, ich bin Football Chuck, heiß ich. Ich hau jeden Ball über die nächste Bergkette. Bam! Der Rest ist mir egal. Ich bin Toadette. Du wirst sicher auch alles überkopfen, oder? Ja, gemeinsam schaffen wir das sicher. So heiß ich Boho, freut mich sehr. Das war schon, ihr seid ganz schön kurz angebunden, ihr Lieben. Was denn? Ich will doch noch eine Runde pumpen, dann zeige ich den an. Und morgen, wie man so ein Eisen ordentlich schwingt. Ich wollte gleich ins Bett. Guter Schlaf ist wichtig. Alter, warum verlese ich mich so oft? Guter Schlaf ist die wichtigste Zutat für Fitness.
dass ihr Leutchen aus Fleisch und Blut euch so alles antun müsst. Ja, jetzt gut, dass er bereits schon tot ist, oder? Zumindest, noch nicht, wie sagt man immer? Bei unruhigen Geistern, die, jetzt habe ich die Bezeichnung vergessen. Jedenfalls, wenn, jedenfalls Geister, die noch, im Diesseits herumwandern, bevor sie dann, die ewige Ruhe finden können. Ich glaube, so war es, ja. Tja, eine gute bunte Mischung, Leuten, wie du siehst. Chris, du bist sicher furchtbar müde. Und der Reise, geh doch auf dein Zimmer und leg dich hin. Oh je, jetzt habe ich mich selbst überhaupt nicht vorgestellt. Ich bin Börde, freut mich. Mir gehört dieses Wohnheim. Ich bin ja sowas wie die Mama für alles. Also, falls du mich Mama nennen willst. Bleiben wir bei Birdo. Bitte, bleiben wir einfach bei Birdo. Aber nicht gemeint. Dein Zimmer liegt ganz hinten. Morgen ist im Dorf eine große Begrüßungsfeier für euch. Also ruh dich gut aus, ja? Mhm. Auf jeden Fall. Es ist ganz schön spät. Geh doch am besten auf dein Zimmer, ja? Es liegt dann zu dem Flur. Also hier können wir sonst nicht interagieren. Ist das Football-Jocks Zimmer? Dicke Muckis für der Drive, ich hau jeden Ball ins All. Football-Jock beim Gewicht heben zu stellen ist keine gute Idee. Glaube ich sofort. Man soll den Ball ja immer spielen, wo er liegt, aber wenn nicht liegt, wo er liegt, was liegt dann an? Wortspiel. Aus einem unruhigen Schlaf zu reißen, kann Troll gefolgt haben. Achso, er pennt tatsächlich. Das heißt also, das ist mein Zimmer. Wo ist dann Toadettes Zimmer? Hier, oder? Ja, tatsächlich. Hey, hast du Toadette? Nein, dann ist das Zimmer ja nicht tabu. Lass es mal plaudern, ja? In den Sportlerinnen-Schlaf von Toadette zu stören, wäre furchtbar unhöflich. Ja, glaube ich sofort. Na gut, dann rein mal in unser Zimmer. Wenn es keine andere Wahl bleibt. Aber hier ist es ja auch nur ein Schlafzimmer. Hier fehlt ja zum Beispiel noch ein Bad. Und fehlt ja zum Beispiel noch eine Badewanne. Zumindest, weil wenn es ein normales Hotelzimmer wäre, hätte man wenigstens noch eine Badewanne hinzufügen können. Also ein Badezimmer, besser gesagt. Es gibt noch nicht mal eine Toilette. Aber ich schätze mal, das wird alles getrennt voneinander sein. Das ist wahrscheinlich eine andere Art von Gasthaus. Oder die Entwickler konnten das nicht einbauen. Oder waren zu faul, um das einzubauen. Und ich versuche das nur ein bisschen schön zu reden. Ach, egal. Okay. Wenigstens schaut das Bett gemütlich aus, also legen wir uns mal hin. Und am nächsten Morgen trifft den Clubmanager vor dem Clubhaus. Ja. Gehen wir mal hin. Können wir hier auch schneller laufen hier? Oh, wir können die anderen Zimmer auch noch betreten und... ist es nicht einem dasselbe Zimmer? Okay, hier dann kann ich schneller laufen. Aber... also ich weiß nicht, warum sind die alle copy und pasted hier? Ich glaube, ich weiß, was da an der schlechten Kritik dran ist, weil... ich meine, come on, das ist wirklich nicht so gutes Detail hier. Dass man wenigstens hier... es wäre nicht so schlimm, wenn es dasselbe Zimmer wäre, aber man hätte ja wenigstens so Gewichte oder so aufstellen... so Gewichte hineintun können und bei... Buhus Zimmer hätte man vielleicht so hier und da ein paar Horror... Attraktionen aufstellen können. Vielleicht so... ja, irgendwas auf jeden Fall, was zu Buhu passt. Und Toadettes Zimmer, wette ich, sieht auch ganz genau gleich aus. Ja, wozu gibt's da die Zimmer? Man kann auch noch nicht mal mit irgendwas interagieren. Sehen vielleicht die Bettlaken anders aus? Naja. Aber das ist auch schon alles. Es ist genau das ein dasselbe Zimmer. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Man kann noch nicht mal mit dem Fernseher, mit gar nichts hier interagieren. Ich glaube,
im Mario Tennis für Game Boy Color selbst konnte man schon mit anderen Dingen interagieren, was auch exklusiv damals in Story Modes hat im Vergleich zu Mario Tennis für Nintendo 64. Ich habe natürlich noch nicht Mario Power Tennis gespielt oder das neue Mario Golf oder das Mario Golf für Game Boy Advance. Ich weiß nicht, ob es auch. Ich glaube, für Game Boy Color gibt es auch Mario Golf, aber ich weiß nicht, ob das auch so einen Story-Modus hat mit RPG-Elementen. Oh, krass, guten Morgen, du kleines Siebenschläfchen. Morgen, Birdo. Ich hoffe, dass du dich gut von der Reise erholen konntest. Hast du gut geschlafen? Ja, schon. Aber diese Copy and Paste sind mir bereits Albträume. Das freut mich, ich wollte dich nicht allzu früh wecken, weil du doch gestern so erschöpft aussahst. Aber jetzt bist du fast zu spät dran an für die Feier. Schnell raus mit dir und die Straße runter. Husch, husch. Ist er gut, ist er gut. Ja, und das ist wohl Birdos Schlafgemach. Aber wo ist er? Hier ist nirgends eine Badeeinrichtung. Gut, hier kann man, er kocht wenigstens Birdo für einen, aber wo ist hier die Badeeinrichtung? Ach so, eins noch. Was? Hier im Dorf weiß, dass heute eine Vogelklasse antritt. Da werden sicher alle Augen auf euch ruhen. Die Erwartung der Leute ist jetzt sicher riesig. Aber gib einfach dein Bestes und nimm alles, wie es kommt. Und lächeln nicht vergessen, das hilft immer viel Erfolg. Ja, danke. Lops. Ja, das kann ich nicht zu Ende lesen. Grünbüschel. Okay. Das sind wir also. Oh, es wird auch angezeigt, wo wir hin müssen. Und hier können wir hier laufen wir schneller. Hallo? Hallo, willkommen, Grün. Wie habe ich die Koopas nochmal synchronisiert? Hallo, willkommen in Grünbüschel, dem Dorf, in dem Skull spielen, Pilzkönigreich seine Anfängernamen. Ich weiß, als Rookie hört man sicher ständig, aber wir sind sowas wie eine Schmiede für Golfstars. Du kannst dir gar nicht denken, wie viele Spieler als Rookies hierher kamen und zu wahren Golflegenden wurden. Tja, dann werden wir mal alles tun, dass wir zu, dass wir auch dazu zählen werden. Schroffstein geradeaus. Wahrscheinlich ein weiterer Golfplatz. Nanu, du bist doch der neue Rookie, von dem man so viel hört, Chris. Du sollst ja mächtig was auf dem Kasten haben. Bin schon flatterig vor Freude, dich mal auf dem Platz zu sehen. Ja, es wird Zeit, dass wir dann bald mal unser erstes unser Golfspielchen bestreiten hier. So drehen wir später mit Chrom ab 10 oder höher. Okay, ja. Hab schon verstanden. Ja, okay. Grafisch ist gerade mal noch so okay, würde ich sagen. Aber ich weiß ja nicht. Ich meine, das Spiel kam für einen Vollpreis raus. Aber gut, das ist Nintendo. Die haben in letzter Zeit immer Vollpreis rausgebracht. Aber in letzter Zeit mit so manchen anderen Titeln wie das neue WarioWare und das neue Metroid. Da haben sie schon um 10 Euro weniger verlangt. Woran das jetzt wohl liegt? Ich weiß echt nicht, warum die jetzt schon weniger für manche Nintendo-Spiele verlangen. Vor allem, wenn Metroid deutlich besser sein soll und auch das WarioWare soll wirklich beliebt sein. Ich plane eh vielleicht demnächst mal die Metroid-Reihe zu spielen. Natürlich die ganzen Game Boy Advance Metroids, Super Metroid und dann noch Metroid Other M und schließlich Metroid Dread, das neueste Metroid. Ich weiß nicht, ob ich auch noch der Other. Wie heißt es nochmal? Die Prime. Ob ich noch der Prime-Reihe eine Chance geben möchte. Aber ich möchte auf jeden Fall mich mit der Hauptreihe begnügen. Dafür habe ich ja schon alle Spiele auf meiner Wii U und ja. Und auch über das Super Nintendo Mini drauf, also hätte ich schon mal alle Spiele bereit zum Let's Playen. Achso, mit dem habe ich schon gesprochen. Erkennt man das durch den Pfeil? Ne, der Pfeil hat dieselbe Farbe. Ich dachte, der wäre ein bisschen blasser gewesen, aber das war nur die Perspektive. Jugendalender gibt es ja zuhauf, aber man darf der Wartung nicht so hochschrauben. Erst übermacht den wahren Meister. Es hat noch niemand am ersten Tag die Weltspitze erobert.
Denk nur nicht, du bist hier der Beste auf dem Platz. Ich kenne den Kurs so gut wie sonst niemand, nämlich auch von unten. Ja, wissen wir ja. Kann man nicht rein. Einfach nur ein Haus für zur Deko. Wow, heute ist wirklich bestes Goldwetter für Rookies. Ideale Bedingungen für erste Schritte und erste Schwünge. Ja, schon. Das Wasser sieht aber auch schön, sieht aber auch ganz okay aus und glänzt richtig schön. Jetzt werde ich schon zum Grafikkritiker, oh mein Gott. Wie tief bin ich eigentlich gefallen, aber nach Pokémon Legende Arceus, nach dem, was ich da jetzt gesehen habe, werde ich auch schon langsam kritischer mit den der Grafik. Und nein, ich habe das Spiel noch gar nicht gekriegt, ich habe es nämlich tatsächlich noch storniert und warte, bis dass ich es gebraucht bekomme. Ich habe es doch noch beschlossen, dass ich das so mache. Aber ich habe gehört, es soll trotzdem Spaß machen. Also es soll auf jeden Fall das spaßigste Pokémon seit langem sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Spielspaß gut sein soll. Also im Großen und Ganzen doch ein ganz gutes Pokémon. Selbst auf Metacritic ist es schon auf über 70%. Also mindestens 76 beim User-Score. Also ich denke, ein gutes Spiel könnte es trotzdem sein. Aber für das, wie es aussieht und technischer Seite... Das sind keine 60 Euronen wert. Oder zumindest keinen Vollpreis generell. Da warte ich lieber, bis das Gebrauchte kaufen kann. Auch wenn ich wahrscheinlich die Message geben würde. Auch wenn ich wahrscheinlich mit dem Risiko verbunden wäre, dass ich die Message gebe. Ihr wollt also nicht, dass wir was Neues probieren? Ja, seid generell dagegen? Gut, dann probieren wir nie wieder was Neues und bleiben beim alten Prinzip. Dabei sollte das nicht die Message sein, die wir geben wollen. Wir wollen nur die Message an die Pokémon Company geben, dass sie keine Spiele mehr rauswaschen, weil es ist trotzdem ein gerushes Produkt. Es ist unfertig. Da steckt noch viel mehr Potenzial dahinter. Meinte der heutzutage immer noch, dass Golfer nicht athletisch sein müssen, aber Pustekuchen. Für das ist ein wichtiger Bestandteil des Sports, insbesondere bei den Profis im Speedgolf. Ja, Speedgolf, das war ja das neue Feature. Ein guter Starttraining reicht nicht. Um es weit zu bringen. Außer hohes Lauftempo sind auch wichtig, daran muss man arbeiten. Frag mich ja, ob sowas ähnliches auch schon im echten Leben vorkommt. So ein Speedgolfen. Okay. Die Schafe können wir anstoßen, oder bringt das was? Oder ist es einfach nur... Oder gibt's das einfach mal so... Für die Quote, weil Baum, ne? Ja, der erste Golfball soll ein Gumba gewesen sein. Ob das stimmt, wäre schon ein Grund zum Angeben. Ich weiß ja nicht, weil die müssen auch ganz schön was durchmachen. Tolle, Wolle, die Schäfchen hier haben super kuschelzart. Da will gleich selbst ein Schaf sein. Bitte? Ach, ich hab nur eben kurz geträumt. Aber wie, du störst die Kuschelschäfchen... Wenn du draußen spielst. Okay, ich störe sie nicht mehr länger. Na gut, Ein Shy Guys? Na, los, dir mal kurz anzuschauen? Noch nicht. In mein Clubhaus findest du gleich die Begrüßung statt. Vielleicht kriegst du ja sogar was Schönes geschenkt. Ich weiß, das Wetter ist super und du wirst sofort raus auf den Platz, ich kann ihn nachvollziehen. Aber erstmal musst du dir Abzeichen verdienen. Sobald du das vom Manager erhalten hast, darfst du auch auf den Kurs spielen. Okay, dann da geht es also rein zum Kurs, ne? Komm jetzt wieder, sobald du ein Abzeichen hast, dann ist dir Platz dein Revier. Ich weiß nicht, wie man hier einen Golfkurs erreichen kann. Oder ist da... Oder kann man hier trainieren? Weil es gab auch in Mario Tennis für Game Boy Color eine Möglichkeit, noch zusätzliche EP zu bekommen, indem man Tennis-Herausforderungen bestreitet. Nein, noch nicht. Ich wollte eigentlich mit dem noch reden! Ja toll, ich habe also schon die Story getriggert. Schön, dass wir jetzt vollständig sind. Grüßt euch, Rookies! Hallo. Also ihr wisst ja sicher alle, was eine lange, ruhmreiche Geschichte dieser Club hat. Grünbüschel hat seit Bestehen seine lange, illustre Reihe von Golf-Legenden hervorgebracht.
Vergesst die, es ist eine riesige Ehre für euch, Teil der Geschichte Grünbüschels werden zu dürfen. Bin hier der Clubmanager, sehr erfreut euch zu treffen. Es ist jedes Mal ein Vergnügen, die Wookies willkommen zu heißen. Unser Cheftrainer hier kennt ihr jetzt schon. Hört stets gut darauf, was er euch rät. Zahllose Elite-Golfer verdanken ihm ihren schönen Erfolg. Danke für die Blumen, Chef! Leute, ihr seid hier, weil ihr großes Potenzial habt. Aus euch kann man was werden. Doch der Weg an die Spitze wird steinig. Ihr müsst euch ins Zeug legen, um mit eurem Talent auch was anfangen zu können. Viva! Gut und nun aufgemacht. Ich hätte da was für euch. Dieses Gerät hier ist eure neue Golfwatch. Voll ausgestattet mit praktischen Funktionen rund ums Golfen. Das gute Stück führt Buch über eure Leistungen und Score und tausend andere nützliche Sachen. Wenn ihr aufgerufen werdet, kommt nach vorne und nehmt euer Gerät an euch. Football Chuck? Jawohl! Du sollst ein Spezialist für die ganz schön harten Schläge sein. Lass uns an deiner Kontrolle arbeiten. Was meinst du? Kontrolle kenne ich nicht. Geht's damit noch härter? Todet! Das heißt, er will Golf für eine Wissenschaft angehen, wie? Bin mal gespannt, was dein Schlausköpfchen so liefert. Das sag ich Ihnen gerne, Trainer. Juhu. Das heißt, der Gespinst will gute Puntkontrolle haben. Junge, der Techniker kann wenige Größe auf gut ausmachen. Wenige Größe? Nennen Sie mich etwa einen Kleingeist? Nein, Gespinste möchten mein Zorn wird. Ach so, Körpergröße meinen Sie? Nee, das stimmt nicht. Und zu guter Letzt, Chris. Ey. In dir soll wahres Talent schlummern. Man muss es nur etwas polieren. Zu polieren wissen. Wie ein gutes Eisen. Haha. Okay, genug der Formalitäten. Legt eure Golfwatches an. Ja, schön in die Handgelenkchen. Okay, jetzt haben wir die Golfwatch. Meine Daten sind schon drauf. Moderne Technik eben. Wie? Schaltet das gute Stück jetzt bitte alle mal ein. Alles im Bildschirm ist ganz einfach und übersichtlich. Alles, was man auf den ersten Blick wissen muss. In den Dingern steckt eine Menge toller Funktionalitäten. Aber fürs Erste gewöhnt euch einfach daran und probiert aus, was hier so steht. Als Nächstes erkläre ich euch kurz das Abzeichensystem, okay? Wie ihr lesen könnt, habt ihr derzeit das Eisenabzeichen. Eisen ist der niedrigste Rang. Platin ist der höchste. Und höchste ist eigentlich noch fast untertrieben. Platin erreichen die absoluten Vollprofis. Das ist der Traum jedes Rookies. Ja, ich hoffe, das können wir während der Story auch noch erreichen. Dann mal schauen, dass wir das anstreben irgendwie. Um die Ränge zu erreichen, müsst ihr Turniere gewinnen. Eure Golfwatches informieren euch, wenn ihr aufsteigt. Dankeschön, Cheftrainer. Dann will ich euch auch jemanden vorstellen, der euch unterrichten wird. Toad? Okay. Tag, Leute, ich bin tot. Ihr wisst ja gar nicht, wie ich mich für euch gefreut habe. Golf ist im Pilzkönigreich heute angesagt, wie noch nie. Habt ihr gestern das Turnier gesehen? Spitze, oder? Aber damit unser Sport auch in Zukunft interessant bleibt, brauchen wir neue Gesichter. Und damit war ich frisches Blut auf den Rasen. Nicht, dass wir gerne eure Gesichter hätten. Nur ja so. Ja. Das wäre echt weird. Und das ist eure Chance. Jeder von euch hat Talent, das wir hier fördern wollen. Ihr seid die Stars von morgen. Eure Golfwatches halten uns automatisch über eure Erfolge Abzeichen auf den Laufenden. Und ganz klar, ihr werdet hart trainieren und an euch arbeiten müssen. Euer Trainer will Star sein. Denkt einfach dran. Eifer und Entschlossenheit macht das Unmögliche möglich. Vielleicht seid ihr ja bald die Stars hier. Alles gleich. Oh, das ist jetzt der Chef drin. Alles gleichchen. Dann wär's das mit der großen Begrüßung. Freue mich schon, euch auf dem Platz zu sehen. Achso, Chris. Der Caddy Master will erst noch mit dir sprechen, ehe du mit dem Training anfängst. Achso, fast vergessen. Laut sein Fahrt links entlang. Du hast nämlich ein Geschenk. Ein Geschenk? Was du damit meinst? Das wirst du schon selbst noch sehen. Los, mach die Socken, dann können wir bald spielen. Okay. Das Golfwatch-Menü. Ah.
da haben wir die ganzen Karten, also da haben wir die ganze Kartenüberblick. Könnten auch gleich ins Hauptmenü wechseln. Das sind also die ganzen Golfkurse, ne? Natürlich sind wir erstmal noch Level 1. Können sogar die Klamotten wechseln. Ja, vielleicht verändern die auch die Stats oder ist das nur... Oder... ich wollte eigentlich wieder dorthin zurückgehen, wo ich hergekommen... Na, was soll's, der Candy Master ist also auf der anderen Seite. Ja, ja, ist er gut, ich gehe schon. Da ist er. Ja, ich hoffe wirklich, dass die Klamotten auch die Stats verändern könnten. Zusätzlich. Und wenn nicht, dann sind sie halt nur dazu da, dass man sich ein bisschen anders kleiden kann. Meinetwegen. Ich meine, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn nicht immer ständig die Stats irgendwie beeinträchtigt werden. Hey, Chris! Hey, Candy Master? Oder Blauer Toad? Wusste doch, du bist Chris! Was weiß ich, hab schon lange, lange erwartet! Das klang jetzt vielleicht arg dramatisch. Eigentlich habe ich nur dieses Paket für dich. Das würdest du doch, oder? Ja. War das ein Ja oder doch nur ein Schulterzucken? Oder weißt du am Ende gar nicht, was ich spreche? Ich habe ja dein allererster Schläger für dich. Wie willst du denn ohne die spielen? Oh ja, richtig, die Schläger. Die sind sogar an deine Körpergröße angepasst. Nicht schlecht, oder? Ich spiele übrigens ohne Golf. Spiele jeder Trick. Sachen selbst über den Platz. Das geht im ersten Moment vielleicht ein bisschen nach Tortur, aber alles absolut. Muss nämlich keinen Lüttensatz mit 14 Schlägern über den Platz schleppen, keine Angst. Ich hab dir zunächst mal 7 Schläger eingepackt, also einen halben Satz. Wie würde ich den mich langsam machen? So, und das war's mit meinem großen Vorteil. Viel Spaß mit deinen neuen Schlägern. Dankeschön. Wenn man dann einen Satz Goldschläger. Beim Spiel mit einem Satz will die Wahl der Schläger wohl überlegt sein. Diese sollten erstmal für dich passen. Und der andere Trevor ist dabei. Also, wenn dich mal die Lust auf einen super Schlägerwechsel packt, dann sprich einfach mit mir, okay? Ich bin jetzt halt für dich da. Und nur eines noch zum Abschied. Warte deine Schläger bitte immer gut. Tust du mich, ja? Ja, schon gut, tue ich ja. Und schupp, schon bist du ein verlustgestatteter Rookie. Probier doch deine Schläger gleich beim Übungsgelände aus. Mach mal dann gleich mal. Oder besser gesagt im nächsten Part, weil ich merke gerade, der Part ist schon ziemlich lang und dabei haben wir noch kein einziges Spielchen gespielt. Oh Gott, das ist wirklich ein Mauerbeginn. Wir haben noch nicht mal mit allen Leuten hier gesprochen. Richtig, was du bei den Golf fährt man nur bei uns in Grünbüschel. Was heißt das, was das heißt, das wirst du noch sehen. Der Pfeil zeigt auch an, wo wir hin müssen. Oh, jetzt lassen sie ihn vorbei. Ich habe mit denen noch gar nicht gesprochen. Golf ist ein Sport für Denker, aber allzu lange grübeln darf man aber auch nicht. Sonst hat man schnell eine ganze Schlange Spieler hinter sich, die sich beschweren. Wahrscheinlich. Allerhand! Was ein so Golfwatches bietet. Infos zu Lager und Untergrund, viele Statistiken, sogar Tipps zum Spielen. Gib einfach mal bloß, wenn du guten Golfrad brauchst. Naja, da wird dann noch ein Tutorial dazu kommen. Eine Übungsrunde ist ideal zum Verbessern der Technik, wie zum Steigern von Kraft, Ausdauer und so weiter. Wenn du dir also vor dem Turnier in Sachen nicht ganz sicher bist, da hilft nur eine Übungsrunde garantiert beim Vorbereiten. Ja, wie gesagt, das werden wir im nächsten Part machen. Ah, schaust du für den tollen neuen GoFatch? Super, aber denk dran, ohne Fleiß bringt auch das modernste Equipment nichts. Schon klar. Zum Hauptkurs geht's in diese Richtung. Okay, ich muss jetzt mal Lektion abschließen, bevor ich hier hin kann. Das sind diese ganzen Golfwägelchen, mit denen man auf den Rasen auch herumfährt. Zum nächsten Loch. Wenn ich wirklich besser werden will, muss bestimmte Dinge intensiv üben, statt einfach Runde um Runde zu spielen. Wenn du dir in einer Partie einer eigenen Schwäche bewusst wärst, solltest du gleichzeitig daran arbeiten, sie auszumerzen.
Und da geht's zum Übungsgelände. Ich meine, unsere Platte ist Grünbüschel sei zu klassisch. Aber gerade das finde ich gut. Grundlagen zuerst. Ja. Aber gut, im nächsten Part geht's dann weiter. Und ja, ich gucke, dass dieser und die nächsten beiden Parts noch am selben Tag kommen. Ich hoffe, dass da alles noch gut gehen wird. Und ja, wie heißt es so schön, besser spät als nie. Und dann werde ich gucken, wenn ich erstmals auch alle Probleme beseitigt habe, dann, ja, dann geht dann wieder ein besserer Flow. Also dann wird dann wieder ein besserer Flow weitergehen. Bis dann, danke für Aufmerksamkeit und seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde wirklich hinein. Das nächste Part von Let's Play Mario Golf Super Rush. Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und ja, wenn es hoffentlich zu gefallen wusste, trotz der Tatsache, dass keine Story, also dass jetzt noch, dass wir jetzt noch keine Golfrunde gemacht haben. Und auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen!